Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort und gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken in einem Shop vom 12.08.2019. Wir haben eine neue Lackierung. Ja. Wir haben eine neue Lackierung. Hier und für den Funky Kommando gibt es ein neues Outfit, also einen neuen Style. Genau. Dann fangen wir mal direkt an mit dem Bubble Bomber. Ja, den hatten wir ja gestern bereits drin gehabt. Kurzes Mini-Gameplay haben wir oben in der rechten Ecke verlinkt. Da könnt ihr dann auch sehen, wie das aussieht mit der Picke. Aber jetzt schauen wir uns mal die Benotung an. 3,195 bei 16 Worts und 15 Reminders. Dann kommen wir zum Kaugummi-Knüppel. Ja, den haben wir da auch mit drin in dem Gameplay. Kaugummi-Knüppel, eine Benotung von 4,335 bei 6 Wurzeln und 3 Reminders. Und dann Kaugummi-Bomben. 2,5 von 5 bei 4 Wurzeln und 3 Reminders. So. Wenn es euch interessiert, wie wir die benotet haben, das Video von gestern ist nochmal verlinkt in der Ecke oben. Genau. Disco-Trubel. Ja, da die Disco-Kugel, ich finde die schrecklich. Blinky Blinky kriegt von mir 5 von 10. Von mir 7 von 10. 4,41 von 5 bei 27 Worts. Erstmal am 31. Dezember 2017 im Shop gewesen. Seitdem 17 Mal und 37 Reminders. Dann kommen wir zu Disco Diva. Für 1200 V-Bucks. Ja. So, dreh die mal. Da die Disco-Kugel hinten dran. So. Ja, Disco Diva finde ich eigentlich ganz okay. Kriegt von mir 7 von 10. Von mir auch. 4,34 von 5 bei 71 Worts, was beim 31. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 von 26 Reminders. Schon cool. Die Disco, der Disco Trubel ist am 31. Dezember 2017 im Shop gewesen und der 2018. Echt? Ja. Krass. Okay. Sturmtrooperin. Ja, Trooper. Für 800 V-Bucks ist halt sowas von Standard. Ja, sorry, ich weiß, mega beliebter Schwitzer-Skin, aber kriegt nein. Von mir nur 4 von 10. Von mir nur 2 10. Von 10. 3,73 von 5 bei 95 Votes. Zuerst war am 31. Oktober 2017 der Schock gewesen. Seitdem 24 Mal 165 Reminders. So, und ja, wir kommen zum nächsten Item, und zwar Disco-Fieber. Ja, Klassiker. Absoluter Mega-Klassiker. Disco Fieber kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4,21 von 5 bei 42 wurden erstmal am 31. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 18 Mal und 63 Reminders. Dann kommen wir zu Ion. Ja, den habe ich ja sogar auch in einem Video Gameplay mit dem Ion-Gleiter auch jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. Der Teil für 800 V-Bucks finde ich ziemlich cool, kriegt von mir 8 von 10. Von mir 7 von 10. 4,33 von 5 bei 12 Votes, zum ersten Mal am 11. Juli 2019 im Shop gewesen, ist er den 3 Mal und 8 Reminders. Dann kommen wir zum T-Pose. Super kultiges Teil für T-Pose. 200 V-Bucks, wenn er dann gleich noch einpennt hier. Ich finde das Ding super witzig, super cool, kriegt von mir 9 von 10. Von mir kriegt er 10 von 10. 4,525 bei 61 Worts, das war am 7. Oktober 2018 im Schock gewesen, seit dem 11 Mal und 340 Reminders. Dann kommen wir zu. Kommen wir erstmal zum Funky Kommando. Ja, und da haben wir jetzt diesen neuen Style. Für 15 V-Bucks das Teil. Ist das Ding nicht auch noch, dieser Kugel? Das ist cool. So, und das Ding, weil es ist einfach nur. Also ehrlich gesagt, ich finde den Funky Kommando sowieso schon schlimm. Ja, Funk ich off. Hätte aber nicht gedacht, dass es noch viel schlimmer geht als das, was er bereits vorher gewesen ist. Das Epic Games, das habt ihr tatsächlich geschafft, mit diesem Skin, Style, mit diesem Style, den nochmal eine Spur zu verschlimmern. Ich gebe den 4 von 10. Von mir auch. 3,94 von 5 bei 47 Wurzeln, erst beim 31. Dezember 2017 ein Schock gewesen, seitdem 19 Mal und 36 Reminders. Dann kommen wir zu dem letzten Nullpunktstrahlen. Für 500 V-Bucks, die finde ich sehr nice. Ja, ich auch. Irgendwo. Also wirklich, finde ich wirklich nice. Ziemlich nice. Zoom die mal bitte ran. Keine Benotung. Aber, ja. Ja, klick mal da durch. Also ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Boah, Ja, gut, Roboter. Aber das sieht schon geil aus, ja. Der Teil. Also ich würde mal sagen, die kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch.
Wir müssen den Shop noch bewerten. Ich würde sagen, also, eigentlich ist er schon gut. Findest du? Was gefällt dir denn besonders? Also sag mal, wenn ich jetzt durchgehe, Funky Commando möchte ich nicht haben. Nullpunktstrahlen finde ich mega geil. Ja. So Kaugummibomben, Kaugummibomberin und das, so weiter will ich eigentlich nicht haben. Das finde ich cool. Ja, ist ein Item von drei. Disco Fieber finde ich cool. Ion ist ganz cool. T-Pose. Okay, die untere Hälfte ganz cool, die obere Hälfte nicht so wirklich. Ja, okay, it's mehr. Wir einigen uns. Also Mittelding. Ja, wir einigen uns. Es sind ein paar ziemlich coole Items drin und ein paar ziemlich miese. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, use uns das Support, Creator Code, so folgt gleich TV. Bis dahin, haut noch rein und tschüss.